und Genossen, liebe Gäste des Parteitages der Linken. Wir haben ein großartiges Wochenende vor uns. In einer der schönsten Ecken unseres Landes treffen wir uns mit Freunden und Weggefährten, um 2 Tage lang ganz viel Zeit miteinander zu verbringen, viel zu reden und Pläne für die Zukunft zu machen. Mehr kann man von einem gelungenen Wochenende eigentlich kaum erwarten. Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Aber wir sollten uns bei allen schwierigen Entscheidungen dieses Wochenendes immer deutlich machen, dass wir zusammengehören. Dass wir die Aufgabe haben, klug zu entscheiden und dieser Parteitag trotz aller Differenzen auch Spaß machen darf. Wahrscheinlich wird kaum einer von uns morgen Abend mit allen Entscheidungen dieses Wochenendes vollständig zufrieden sein. Da wird es Absätze im Wahlprogramm geben, die Einzelnen nicht so gut gefallen. Da wird es Platzierungen auf der Landesliste geben, die man sich anders gewünscht hätte. Am Ende dieses Wochenendes haben wir aber Beschlüsse, die eine Mehrheit hatten und die dann unsere gemeinsame Grundlage für den Wahlkampf sind. Deswegen sollten wir uns um eine klare Richtung und deutliche Signale, aber auch um große Breite bemühen. Wir haben eine große Vielfalt und sind gut beraten, diese als einen Vorteil zu sehen. Vielfalt darf aber auch nicht zur Beliebigkeit werden. Wir werden heute unser Wahlprogramm beschließen und damit etwas versprechen. Wir werden den Wählerinnen und Wählern in Mecklenburg-Vorpommern versprechen, dass die Linke in unserem Land etwas tun wird, um für mehr soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit mit existenzsichernden Löhnen, für eine bessere Bildung und ein Ende mit dem Chaos an unseren Schulen und auch für lebenswerte und lebensfähige Kommunen zu sorgen. Die Linke ist eine Partei, die sich zuerst um die Probleme vor Ort und um die Menschen kümmert, nicht zuerst um die Profithoffnungen von Stromkonzernen, Großbanken oder Spekulanten. Das gilt für Mecklenburg-Vorpommern und das gilt natürlich auch für unsere Bundespartei. Die steht zurzeit nicht glänzend da. Da etwas zu beschönigen wäre nicht ehrlich und bringt keinem etwas. Nach akzeptablen Ergebnissen in Hamburg und Sachsen-Anhalt haben wir bei den Wahlen vor 2 Wochen Niederlagen hinnehmen müssen. Mit diesen Ergebnissen hat keiner gerechnet und gewünscht haben wir uns alle zusammen etwas anderes. Nun liegt es an uns ganz allein, was wir aus dieser Situation machen. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Keine Fehlerdiskussion jetzt genossen, hat noch nie geholfen. Allein in der Katastrophe in Japan hat es bestimmt nicht gelegen und wir haben mit Sicherheit auch selbst Fehler gemacht. Die müssen wir jetzt zügig analysieren und dann Konsequenzen daraus ziehen. Eine Radikalisierung der Partei halte ich für den falschen Weg. Für einen Kampf wir gegen alle werden wir sicher auch nicht nur grenzenlose Zustimmung erhalten. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir glaubwürdige Politikangebote entwickeln, von denen Wählerinnen und Wähler auch glauben, dass wir sie umsetzen können und dass sie für sie einen Vorteil haben. Unser Wahlprogramm heute kann da ein Anfang sein und der Entwurf ist eine gute Grundlage dafür. Ganz wichtig ist in diesen Tagen, dass wir unseren Optimismus nicht verlieren. Lasst uns miteinander Zuversicht ausstrahlen. Zuversicht, dass unser Land mit der richtigen Politik eine gute Zukunft haben wird. Zuversicht, dass wir, dass die Linke dafür die richtigen Ideen hat. Und Zuversicht, dass wir am 4. September einen großen Zuspruch dafür erfahren werden. Klar ist, dass wir dafür auch Rückenwind aus Berlin brauchen und dass die Windrichtung sich dafür noch ein bisschen ändern muss. Aber wer, wenn nicht wir in Mecklenburg-Vorpommern, soll sich mit Wind auskennen? Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben 2004 und 2005 so viel Gegenwind gespürt, als wir uns als Erste für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn eingesetzt haben. Schwarz-Gelb sowieso, aber auch Rot-Grün haben uns damals scharf angegriffen, als drohte der Untergang des Abendlandes oder noch Schlimmeres. Heute behaupten SPD und Grüne für Mindestlöhne zu sein, aber was passiert? CDU und FDP blockieren das um die Wette und die SPD schließt faule Kompromisse ab. Manuela Schwesig redet nicht gern darüber, Fakt ist aber, dass sie bei dem Hartz-IV-Geschacher zugestimmt hat, dass ostdeutsche Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter wieder gegenüber Westdeutschen benachteiligt werden. Sie hat verhandelt, dass es unterschiedlich hohe Mindestlöhne in den neuen und in den alten Ländern geben wird. Das passt gar nicht zu den Reden des Ministerpräsidenten dieses Landes über die nötige Ost-West-Angleichung. Es macht aber deutlich, dass die SPD Druck von links braucht und dass sie mit der CDU ihre Forderungen nicht umsetzen kann. Erst
bei der Linken abschreiben und dann schlecht umsetzen, das ist derzeit die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, weil sie sich aus der Gefangenschaft der CDU, die alles, was sozial ist, blockiert, noch nicht befreien will. Wir wollen, dass Leiharbeit zurückgedrängt wird. Gerade bei uns im Land ist Leiharbeit in vielen sonst hochgelobten Unternehmen der Regelfall. Dagegen wollen wir etwas tun. Die Linke will reguläre Arbeitsverhältnisse und gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Wenn die SPD das auch will, stehen wir bereit. Wenn sie das nicht will, kann sie mit der CDU weitermachen. Die will das nämlich auch nicht. Die Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern kann man mit nur einem Wort zusammenfassen. Katastrophal. Soziale Ausgrenzung, extrem hohe Abbrecherzahlen, Unterfinanzierung, Personalmangel, problematische Altersstruktur der Lehrerinnen und Lehrer und Wildwuchs bei Privatschulen. Die CDU hat mit dem Bildungsminister Henry Tesch in den letzten 5 Jahren in erschreckender Weise gezeigt, dass sie es nicht kann. Die Situation an den Schulen unseres Landes hat sich alles andere als verbessert. Für die kommenden 5 Jahre sind die bildungspolitischen Forderungen der Union diese. Alle Kinder sollen das Mecklenburg-Lied lernen. Ich frage mich, wie die Vorpommern das finden. Die Bundeswehr soll an den Schulen ungestört mit Jugendoffizieren für Nachwuchs werben können. Und überall, ganz wichtig, sollen Deutschlandfahnen zu sehen sein. Mal abgesehen davon, was im Einzelnen von diesen Plänen zu halten ist. Die Probleme der Bildungslandschaft in unserem Land sind andere und sie werden so garantiert nicht gelöst. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben Bildung zu einem der wichtigsten Themen in unserem Wahlprogramm gemacht und haben dafür gute Gründe. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir in diesem Politikfeld über so viel Kompetenz im Landesverband verfügen. Mit Andreas Blum haben wir einen der anerkanntesten Bildungsexperten des Landes in unseren Reihen und mit Simone Oldenburg, einer jungen Schulleiterin aus Nordwestmecklenburg, kandidiert eine Frau für uns, die weiß, worum es geht und was zu tun ist. Sie hat sich entschieden, mit uns und für uns Politik im Landtag zu machen, ist neu zu uns gekommen und bringt sich schon seit einigen Jahren in der LAG-Bildung ein. Ich finde, wir sollten mit Simone ein deutliches Zeichen setzen, dass die Bildungspolitik für uns ein ganz wichtiges Thema ist und das dann auch auf der Liste zum Ausdruck bringen. Der Landesvorstand hat gestern beschlossen zu empfehlen, Simone Oldenburg auf Platz 2 der Landesliste zu wählen. Und darüber hinaus empfiehlt der Vorstand, dass André Brie auf einen aussichtsreichen Listenplatz kommt. André ist ein großer Gewinn für uns und dass er mit uns im Landtag Politik machen möchte, ist eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind hier zu Hause und bringen uns in diesem Land ein. Über 700 Mandate in Gemeinderäten, Stadtvertretungen, Kreistagen und Bürgerschaften besetzt die Linke in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben 48 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Banskow über Plau am See, Lahlendorf bis hin nach Sassnitz auf der Insel Rügen. All diese Frauen und Männer und unsere Landrätinnen Kerstin Kassner, Dr. Barbara Sörbe und Siegfried Konieschny und natürlich auch Angelika Gramko, unsere Oberbürgermeisterin in der Landeshauptstadt Schwerin, beweisen jeden Tag, dass wir praktische Politik machen können, dass wir dieses Land kennen, hier zu Hause sind und gestalten. Es ist eben nicht so, dass wir immer nur mehr Geld fordern, wie es heute in einer Zeitung zu lesen ist. Wer so etwas behauptet, der hat sich zum einen nicht mit unserer Politik in den Kommunen und im Landtag befasst. Zum anderen scheint er aber auch einen falschen Eindruck insbesondere von der CDU zu haben. Finanzierungsvorschläge für deren Versprechen sind nämlich eher die Seltenheit. Wir, die Linke, sind das soziale Gewissen in den Städten und Dörfern dieses Landes. Wer sich anschaut, wie wir für Sozialtickets im Personenverkehr, für kostenfreie Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche oder bezahlbaren Wohnraum kämpfen, kann zu keinem anderen Ergebnis kommen. Und nur um es noch einmal ganz deutlich zu machen, die Linke sagt dabei immer, wie es bezahlt werden soll. Auf der kommunalen Ebene geht es nämlich gar nicht anders. Wer aber meint, die anderen Parteien seien nicht mehr unsozial, der liest dann offenbar auch noch die falsche Zeitung. Weil wir diese Kompetenz haben, weil wir hier zu Hause sind, wollen wir auch in den kommenden Jahren kräftig mitgestalten und treten bei den Kreistagswahlen und den Landratswahlen mit ambitionierten Zielen an. Wir kennen dieses Land und Helmut Holter kennt es besser als die Spitzenkandidaten der anderen.
Er ist hier geboren, aufgewachsen und macht seit über 20 Jahren gute Politik für unser Land. Ihm muss man nichts aufschreiben, wenn es um unsere Traditionen und um unsere Herkunft hier geht, wie das bei anderen offensichtlich nötig ist. Und das ist nur einer der Vorteile, die Helmut hat. In jedem Fall sind wir gut beraten, uns geschlossen mit Helmut in die Auseinandersetzung der kommenden Monate zu begeben. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass die FDP aus ihrem Parteitag am letzten Wochenende erfolgreich hervorgegangen ist. Helmut Holter war als Minister ganz entscheidend daran beteiligt, den Strukturwandel nach der Schließung von Bundeswehrstandorten in Mecklenburg-Vorpommern zu begleiten. Wir haben hier im Land mit guten Konversionsprogrammen erfolgreiche Beispiele geschaffen, wie aus der Schließung eines Bundeswehrstandortes neue Chancen erwachsen können. Staffenhagen ist dann nur das bekannteste Beispiel. Das Thema Bundeswehr bringt mich dann aber schon wieder zur CDU. Wie verzweifelt und planlos muss man eigentlich sein, wenn man die Zukunft dieses Landes nur von einer möglichst großen Anzahl an Bundeswehrstandorten abhängig machen will? Sich in Uniform vor die Kamera zu stellen und Panzer zu streicheln, mag komische Bedürfnisse befriedigen. Eine Perspektive für Mecklenburg-Vorpommern ist das aber nicht. Wir wollen ein Land des Friedens. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist außerdem unredlich, wenn Lorenz Cafier so tut, als hätte er in dieser Debatte um den Erhalt von Bundeswehrstandorten auch nur den Hauch einer Chance. Die Bundesregierung hat bisher noch nie auf ihn gehört. Da hat ihm auch sein Parteibuch nicht viel geholfen. Beim Zwischenlager Nord ist man nicht mal zu einem Sicherheitscheck bereit. Und das, obwohl gerade veröffentlicht wurde, dass es erhebliche Sicherheitsprobleme gibt. Geschweige, dass man im Bundesfinanzministerium mal tätig würde, dem Geschäftsführer der Energiewerke Nord Einhalt zu gebieten. Wenn die Bundesregierung nicht will, dass Vorpommern zum Atomklo Deutschlands wird, dann kann sie handeln, wenn sie es will. Bisher kann man davon aber gar nichts erkennen. Wir werden das so nicht mitmachen. Völlig zu Recht hat sich die Landes-CDU der Forderung nach einem Verbot der NPD angeschlossen. Cafier sagt das auch bei den Innenministerkonferenzen. Cafier ist aber auch da nichts gelungen. Denn was ist bisher passiert? Gar nichts. Im Gegenteil, der Bundesinnenminister lehnt ein neues Verbotsverfahren ab. Wo bitte ist die Durchsetzungskraft der Landes-CDU? Was bitte bringt die Kanzlerin in diesem Land außer Beleidigung nicht sehr viel? Liebe Genossinnen und Genossen, Mecklenburg-Vorpommern braucht eine bessere Politik und wir haben dafür glaubwürdige Angebote. Mit der CDU wird es hier nicht vorwärts gehen und die SPD muss sich entscheiden, was ihre Versprechen wert sein sollen. Denn soziale Politik gibt es in diesem Land nur mit uns, nur mit der Linken. Wir wollen wieder Verantwortung in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. In den neuen Kreistagen wollen wir starke Fraktionen stellen und mit ihnen möglichst viele Landräte der Linken unterstützen. Und wir wollen im Landtag deutlich zulegen. Das, liebe Genossinnen und Genossen, wird aber nur funktionieren, wenn wir uns an diesem Wochenende eine gemeinsame Grundlage schaffen und sie dann auch akzeptieren. Es wird uns bestimmt niemand wählen, weil wir am Montag darüber diskutieren, womit wir im eigenen Laden nicht glücklich sind. Für unsere Angebote bei sozialer Gerechtigkeit, Bildung, Wirtschaft und Arbeit, im Umweltschutz, den unser Umweltminister Wolfgang Medling in diesem Land geprägt hat wie kaum ein zweiter, können wir Zustimmung bekommen. Lasst uns dafür gemeinsam kämpfen. Mecklenburg-Vorpommern hat eine starke Linke verdient und Wahlerfolge machen mehr Spaß als Grabenkämpfe. Ich danke euch. Herzlichen Dank, lieber Steffen, für deine Rede. Ich möchte euch informieren, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, dass der DGB sich langfristig für unsere heutige Tagung entschuldigt hat. Die Kollegen bitten aber darum, dass wir ihr Grußwort hier verlesen und das möchte ich mit Freude natürlich an dieser Stelle tun. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu eurem heutigen Landesparteitag übersenden wir euch die besten Grüße. Der 4. September 2011
ist auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Zäsur. Die Landtags- und Kommunalwahlen stellen weiter